Heute möchten wir reden über die Schilddrüse. Schilddrüse, ein sehr wichtiges Organ. Die Schilddrüse produziert das Schilddrüsenhormon. Das wiederum wird genannt der Zündfunke im Leben. Zündfunke fürs Leben. Ob wir Energie haben, viel Energie oder wenig haben. Ob wir Antrieb, wenig Antrieb haben. Ob wir Fett verbrennen können oder nicht. Er sagt alles das Schilddrüsenhormon aus. Das einfachste Hormon im ganzen Körper wird gebildet aus nur zwei Elementen. Ein Element Jod, eine Aminosäure Tyrosin. Daraus macht der Körper in der intakten Schilddrüse Thyroxin, das wirksame Hormon. Jetzt ist es leider so, dass das Schilddrüsenhormon oft zu niedrig ist und die am meisten verkaufte Tablette der Welt ist das Schilddrüsenhormon. Dabei wäre es so einfach, nicht das Hormon von außen zu nehmen, sondern die Eigenproduktion anzuregen, indem man Jod gibt und Tyrosin gibt, die essentielle natürliche Aminosäure. Wir müssen wissen, Jod haben wir zu wenig im Boden. Wenn man sich normal ernährt, hat man zwischen 70 und 80 Mikrogramm Jod im Blut. Das ist zu wenig, oft zu wenig für eine intakte Schilddrüse, für eine richtige Funktion. Wenn die Schilddrüse zu wenig Jod bekommt, was macht sie? Sie verbreitert die Oberfläche, um das letzte Jod ja noch zu erreichen, zu erwischen. Dadurch kommt der Kropf. Und wenn man Jod von außen gibt, geht der Kropf wieder zurück. Also Jod haben wir im Blut zwischen 70 und 80 Mikrogramm. Andere Regionen der Welt, wo die Böden jodhaltiger sind, haben wir 1000 Mikrogramm. Und man sollte laut WHO mindestens 200 haben. Wir haben 80, 200 wäre das Minimum. Schafft man nicht immer mit dem normalen Essen. Auch mit Jodsalz tut man schwer. Und gerade bei einer Unterfunktion der Schilddrüse sollte ich es mal messen lassen. Man geht zum Arzt, man misst das Jod, man misst das Tyrosin. Und wenn nur eins von beiden zu wenig ist, es reicht ja, wenn eins fehlt, ist das schon der Grund für die Unterfunktion. Und es wird auch sehr viel sinnvoller, die körpereigene Produktion anzuregen, anstatt das Hormon von außen zu nehmen. Weil dann greift da ja der Satz, use it or lose it, gebrauch es oder verliere es. Sobald das Hormon von außen kommt, sagt die Schilddrüse, ich werde da nicht mehr gebraucht. Die atrophiert und bildet sich zurück. Wenn ihr schon 20 Jahre Schilddrüsenhormon nimmt, kann ich ihm wenig Hoffnung geben, dass die Eigenproduktion wieder erwachen wird, weil die Schilddrüse sich einfach aufgelöst hat, verabschiedet hat. Aber wenn man so ein Jahr oder zwei Schilddrüsenhormone genommen hat, dann kann man nochmal versuchen, durch die eigene Produktion, Jod, Tyrosin, das Medikament wieder einzusparen, die Eigenproduktion wieder erwachen zu lassen. Das ist immer besser als Hormon von außen, weil die Regelmechanismen viel besser funktionieren. Wenn ich zu wenig Schilddrüsenhormone im Blut habe, wird von oben die Schilddrüse angeregt, produziere mehr. Und wenn ich genügend Jod habe und Tyrosin habe, dann sagt die Schilddrüse, sagt das Hormon oben, Schilddrüse, geh mal ein bisschen in Ruhezustand, wir brauchen nicht mehr so viel Schilddrüsenhormon. Also das wird durchbrochen, wenn das Hormon von außen kommt. Darum ist die Eigenproduktion immer besser als die Substitution von außen.